So, liebe Leute, da sind wir schon wieder am Start im Fußballmanager 21 mit dem FC Barcelona und wir stehen vor unserem 14-tägigen Trainingslager in Honolulu, meine lieben Leute. Ja, ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und genau, wir spielen auch direkt das erste Freundschaftsspiel hier gegen Atlanta United. Und dann hoffen wir mal auf eine gute Vorbereitung. Genau. So. Wir haben uns ja bereits den ersten Titel der Saison gesichert gegen Manchester City. Am Ende mit 9:8 gewonnen. Den IC Cup, ne? Wisst ihr Bescheid. Jo, also die Saison hat schon mal vernünftig gestartet hier auf jeden Fall, ne? So, dann gehen wir hier mal kurz rein. Natürlich im Videotextmodus die Vorbereitungsspiele. So, Romelu Lukaku bringt uns in Führung in der 32. Minute. Sehr gut, dann wechseln wir einmal durch. Zack. 2-0 Griezmann, 3-0 Umtiti, 4-0 Fati, 5-0 Griezmann, 6-1 Araujo. Macht noch ein Eigentor, oder hat ein Eigentor gemacht in der 84. zum 6:1. Ja, braucht man nicht viel zu sagen, ne? Lukaku, zweimal Fati, einmal Umtiti, zweimal Griezmann. Bester Mann ist Fati gewesen und Araujo mit dem Anschluss-Eigentor. Juti. Das geht auf jeden Fall gut los. Und wir spielen im zweiten auch schon wieder gegen Atlanta, komisch. Naja, lassen wir stehen. Eno Vorbereitungsspiele. So, Artiga hat mit Enes ein neues Talent entdeckt. Ja, eine 61 schon, ne? Guter Mann mit seinen 15 Jahren. Auslaufende Verträge. Oh ja, da läuft einiges aus, ne? Da müssen wir auf jeden Fall mal beigehen. Aber das machen wir nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal in das zweite Freundschaftsspiel. Hier in Honolulu. Wieder gegen Atlanta United. Und wieder gehen wir in Führung durch Guedes und wir gehen mit 3-0 hier in die Halbzeitpause. Zweimal Coutinho. Fati. Und somit gewinnen wir da auch das zweite Spiel gegen Atlanta United. So, Firpo kommt vom Meister. Genau, Firpo ist zu Neapel gegangen. Spieler sind erschöpft. Depay. Das legt sich. So, Antonio Rüdiger wechselt vom FC Chelsea zu Borussia Dortmund. Guter Transfer für den BVB, denke ich. Auf jeden Fall. So, nächstes Freundschaftsspiel ist gegen Seattle Sounders FC. Jungspieler entdeckt. Oh ja, 8 von 10. Sauber. Hängende Spitze. Sultan Al-Dosari. Übernehmen wir auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir uns das dritte Freundschaftsspiel an. Antoine Griezmann bringt uns in Führung
in der dritten Minute. Macht dort das 2-0. Ja, sieht doch gut aus. Da können wir Lukaku dann mal bringen. Einmal durchwechseln, wie immer. So. 80 Minuten gespielt, 3-0 durch Araujo. In der 78. Minute noch. Und auch das dritte Freundschaftsspiel können wir hier für uns entscheiden. Moriba ist in Hochform. Guter junger Mann auf jeden Fall. Hat eine bärenstarke erste Saison hier gespielt, wo ich hier. Wie komme ich auf erste? Wir sind ja schon ein bisschen länger hier. Ich meine natürlich letzte Saison. Hatte eine bärenstarke Saison gespielt. Deswegen hat er auch mit 19 Jahren schon eine Stärke von 90. Das ist auch unfassbar. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut entwickelt. Messi ist wieder fit, Spieler sind erschöpft, immer noch Depay. Moriba ist in Hochform, ja, ist klar. So. Mal kurz fix mit den Spielern sprechen. Dann geht es weiter im Geschehen, liebe Leute. So, Moriba, Messi und das war's auch. Und das nächste Spiel gegen Los Angeles FC. Ja, wir trennen uns mit einem 0-0 diesmal zur Halbzeit. Halten bis jetzt doch ganz gut dagegen. Gucken, ob Lukaku das vorne jetzt ändern kann. 1-0, 2-0. 2-0 hat Guedes gemacht, 3-0 Petri. Ja, und auch das vierte Spiel gewinnen wir hier. Petri Guedes hat das Tor gemacht. Sauber. Bisher eine Bombenvorbereitung, ne? Kein Spiel verloren. Ein Pokal geholt. Was will man mehr? So, jetzt geht's gegen Los Angeles Galaxy. Ist doch der Verein von David Beckham, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, das ist doch der. So. Auf geht's. Messi in der dritten Minute. 1-0. 2-0 Guedes. Kommt immer besser in Fahrt hier. Jetzt 3-0 auch noch gemacht. Sauber. So möchte ich das sehen. Dann können wir ihn auch ruhigen Gewissens auswechseln. Mit 2 Toren. ...4-0 Griezmann, 5-0 Petri, 6-0 Messi. Und es bleibt beim 6-0. Ja, Bombe, ne? Guedes 2, Messi 2, Griezmann 1, Petri 1. Real Salt Lake City. Ich glaube, das ist auch das letzte Freundschaftsspiel. Dann haben wir, glaube ich, 6 oder 7 gemacht, oder? Gucken wir mal eben nach. Müsste das letzte sein. Ja, genau. Dann kommt Tag der Jugend, Sponsorentag, Fanclub-Treffen, eine Autogrammstunde, eine Charity-Gala und die Saisoneröffnung. So, krönen wir jetzt noch die Vorbereitung mit einem weiteren Sieg.
Ja, direkt schon 2-0. 3-0. Das sieht sehr gut aus. Gucken, wer die Tore gemacht hat. Lukaku, Coutinho und Longley. Sehr nice. De Jong, 5-0, 6-0, 7-0. Junge, Junge, Junge. Haben wir sie abgeschossen. 7-0. Also Coutinho, Guedes wieder ein Tor gemacht, Lukaku ein Tor gemacht, Araujo, De Jong und Dembele und Longley. Und Griezmann mit zwei Vorlagen. 7-0. Sauber. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir haben eine super, super Vorbereitung gespielt. Ein tolles Trainingslager absolviert. Und sieht man hier auch alles sehr, sehr nice. So, was lesen wir da denn? Erstmal hier Jugendtag. Ne, keiner für uns. Kaufangebot für Hugo Montanana. 36 Millionen. Ja, aber erstmal viel zu wenig. Und den wollen wir auf jeden Fall nicht abgeben. Umtiti wünscht sich Luftveränderung. Und das ist so ein Problem, was ich nicht so gerne mag. Denn meistens ist es so, dass man die Spieler dann auch nicht mehr zu einer Vertragsverlängerung umstimmen kann. Deshalb müsste ich ihn spätestens im Winter jetzt verkaufen. Ansonsten bekomme ich für den nichts mehr oder ich müsste ihn jetzt noch verkaufen. Das ist jetzt hier die ganz große Frage. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Umtiti. Marktwert von 45 Millionen. Möchte den Verein verlassen. Behalten wir ihn jetzt noch oder verkaufen wir ihn direkt? Sind da Interessenten? Ja, England sind auf jeden Fall ein paar dabei, die da interessiert sind. Auch Italien, Juventus. Da könnte man noch mal ein bisschen Geld rausholen und dafür einfach einen neuen oder einen anderen Transfer tätigen. Können wir mal ganz kurz schauen, wer denn hier verfügbar wäre. Am besten auch Nationalspieler natürlich. Mein Geld haben wir genug. Also wir könnten uns sowieso Demiral wäre zum Beispiel jemand, den man verpflichten könnte. Ja, viel ist natürlich jetzt hier nicht dabei, ne? Inter Mailand. Tja, Leute. Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Dann werde ich mich nochmal mit auseinandersetzen müssen. Es würde natürlich Sinn machen, wenn wir ihn schon jetzt verkaufen würden. Denn dann hätte man diese Baustelle eigentlich auch schon erledigt. Oder wir sagen wirklich, wir warten und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht verlängert er ja doch noch. Falls nicht, haben wir natürlich das Problem, dass er dann ablösefrei weggeht. Eigentlich mache ich das immer so, dass ich den Spieler auf jeden Fall anbiete und direkt schon verkaufe. Mal schauen. Vielleicht meldet sich ja einer. Für 50 Millionen würde ich ihn gehen lassen. Und dann machen wir den Haken hier nochmal weg.
Wir haben auch noch einen Gabriel, ein Brasilianer, 24, wäre auch jemand für die Innenverteidigung. Noch ein junger Hüpfer auf jeden Fall. Todibo, auch jemand, den ich sehr feier. Also gibt es einige Kandidaten auf jeden Fall hier, ne? Papetti, 20 Jahre jung. Gutes Talent. MB von Bayern München. Also hier sind schon einige auch gestandene Innenverteidiger, natürlich mit Demiral und Skriniar hier. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen. Machen wir uns da nochmal Gedanken, wenn es dann soweit ist. So, die Abwertungsrunde. Unai, Simon und Nunes kommen beide in der Mannschaft gut klar. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Achso, das sind ja meine beiden, genau. Rechtsverteidiger. A-Jugend. Den könnten wir eigentlich mal ein Kaufangebot machen. 2 Jahre für die zweite Mannschaft. Ja, die wollte ich eigentlich noch bis zum Schluss drin lassen, die beiden. So, Kaufangebot wieder für Montanana. Ablehnen auf jeden Fall. Kein Verein an Umtiti interessiert. Sponsorentag durchgeführt. Alle schauen sehr optimistisch in die Saison. Okay, für Umtiti, da müssen wir nochmal gucken, dass wir den doch vielleicht anbieten. Bayern München ist nicht interessiert, aber hier die Engländer, die haben doch genug Geld. Da, Manchester United werden uns demnächst ein Angebot unterbreiten. So, da haben wir es auch schon. 47 Millionen bieten sie auf jeden Fall über dem Marktwert. Ich komme denen da ein bisschen entgegen auf 49, stelle aber noch mal die Forderung. Ja, definitiv Platz 1. Wollen wir auf jeden Fall die Meisterschaft schon holen. Ablöseverhandlungen für Umtiti gescheitert. Oh. Okay. Arsenal. Obwohl die noch verhandlungsbereit waren. Das wundert mich. Wechselt nicht zu Manchester United, ja. Ja, wir werden sehen, was Arsenal für ein Angebot hier macht für Umtiti. Ich gehe davon aus, dass wir den auf jeden Fall jetzt schon verkaufen werden, weil ja, ist einfach auch realistisch. Ja, schade, dass er geht, aber wir werden ordentlichen Ersatz für ihn verpflichten, definitiv. Und ja, in meiner Meinung macht es auch keinen Sinn, ihn jetzt weiterhin noch zu behalten. Denn wenn er keinen Bock mehr hat, hat er keinen Bock mehr und dann ist das so. Ich meine, er hat noch ein Jahr Vertrag, aber besser als gar nichts mehr zu bekommen. Ne? So, und wir haben ja die Möglichkeit, uns einen ordentlichen Ersatz zu kaufen. Deswegen
schauen wir, was Arsenal bietet und dann bringen wir das hier über die Bühne. Genau, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen wieder und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, starten dann ordentlich hier in die neue Saison. Genau, bis dahin, Leute, bleibt gesund, macht's gut, peace out.